Und damit beginnt die Aufholjagd von Peggy Schwarz und Alexander König. Er gelernter Koch und sie als Hobby gibt an Fischen. Ob sie das mit hübschen Jungs tut oder mit Fischen, haben wir selbst noch nicht rausgefunden. Aber jetzt schauen wir zu bei ihrem Programm zur Musik Conquest of Paradise von Vangelis. Wir hoffen, sie laufen wie im Paradies, denn sie waren schon einmal Dritte bei großen Meisterschaften. Wir hatten es gestern angesprochen, viele Probleme in dieser Saison gehabt, Peggy Schwarz. Immer ist eine Verletzung dazwischen gekommen. Und dann gestern Pech gehabt beim Technikprogramm. Sie stürzte beim Doppelachsel. Und heute soll es besser laufen. Geplant ist hier der dreifache Toe-Loop. Tja, was ist denn das, lieber Alex? Sie springt locker dreifach, er nur doppelt. Hoch und weit hinausgeworfen und ganz sicher gelandet. Und da hat sie wieder Probleme beim Doppelachsel. Aber dennoch, ein ordentlicher Auftakt. Ich habe auch den Eindruck, sie hat jetzt irgendwie Schmerzen, wenn man mal in ihr Gesicht schaut, so gelöst sieht es jetzt nicht aus. Vielleicht ist es auch nur der Ärger über die misslungenen Übungen. Tja, die deutschen Fans begeistert. Und die beiden, Peggy Schwarz und Alexander König, erst einmal
erleichtert, dass man die Kür hinter sich gebracht hat. Also nicht zu vergessen, es war ja eine schwere Saison. Hier sehen wir nochmal den dreifachen Toe-Loop von ihr, einmal frei, von ihm doppelt. Da hat er sich fast zu viel auf sie konzentriert, macht es meine Partnerin und hat dabei ganz vergessen, selbst zu springen. Doppelachsel hier, gut gelungen auch, weit hinausgeworfen. Aber man kann ihn ja in dieser Saison Zeit lassen. Doppelachsel, da hatte sie im Training Probleme, gestern beim Kurzprogramm und auch hier. Hier nochmal der Wurfachsel. Also diese Saison ist jetzt abgehakt. Vielleicht können Sie sich nochmal ein, zwei Plätze vorarbeiten. Und dann werden wir weitersehen. Die nächste Saison zählt ja da wieder Olympische Spiele nach Albertville, wo sie ja siebte waren. Und dann wird es wichtig. Und dann können sie auch wieder ganz vorne mithalten. Zehnte sind sie ja nach dem Technikprogramm und sie wollen sich nur ein paar Plätze nach vorne arbeiten. Und das könnte ihnen vielleicht gelingen. Ganz witzig eigentlich, vor ihnen die beiden Schweizer, die hier trainiert werden von der ehemaligen Trainerin von Schwarzkönig, nämlich Heidemarie Walter Steiner. Ja, was wäre das für eine Note geworden, wenn nur noch ein bisschen mehr geklappt hätte? Ja. Ich rätsel schon die ganzen Tage, wer die hübsche Dame in der Mitte ist. Ist es die Frau von Knut Schubert oder ich weiß es nicht. Muss mal nachfragen. Aber Peggys Glücksbringer, das Nilpferd,